kommt zurück, wenn wir den Kanal mit mir sofort und dem. Dann gleich. Und wir tragen gerade unseren Nickname an in unserem neuen Spiel Chainstrike von dem Entwickler von Summoner's War Come to Us. Und es sind nun 10 Jahre her, seitdem ein Krieg gegen das Imperium geführt wurde. Wir waren, das Imperium hat den Eroberungskrieg sehr gut geplant, sodass wir kurz davor waren, besiegt zu werden. So, nein. Es gibt nur einen Weg, aus dieser Situation zu entkommen. Wir müssen Schach spielen. Wir müssen mit der Hilfe Filia, mit der Hilfe Filias, wenn wir es nur schaffen könnten, 10 Jahre zurückzugehen, könnten wir unsere Familie und unser Land zurückbekommen. So. Leute, so schnell kann man gar nicht lesen. So, Spieler können bis zu 3 Actionpunkte je Runde nutzen. Oder 3 AP? Kennst du das irgendwie von Summoner's War? AP, nee. Was das bedeuten könnte? Nee. So, beginnen. Imperiale Hauptbasis. Gut, wir sind nun im Zentrum des Imperiums. Wir müssen nur noch dorthin, wo sich die Filias befinden. Ich werde euch den Weg zeigen. Da ist ein Wachturm. Wir müssen dort rein. So, oder dort hinein. Hör mir genau zu. Okay. Jeder Wächter hat seine eigene Richtung. Ja. Zunächst wähle mich. Die grünen Flächen sind die Flächen, wo ich Aktionen vornehmen kann. Der helle Bereich oben ist der Zielbereich. Die Flächen mit Ausrufezeichen sind die Warnfelder. Wo sind denn Ausrufezeichen? Achso, da. Und sind ja, ich habe jetzt nach oben Alter. Geguckt. Und sind die Angriffsfelder des Beobachtungsturmes. Turms, nicht Turmes. Nun, dann lass uns zum Zielbereich gehen, ohne vom Beobachtungsturm angegriffen zu werden. Okay, also dann gehe ich mit dem jetzt mal dahin. Oh, noch etwas. Schau mal unten rechts im Bildschirm. Ja, das sehe ich. Aktionspunkte werden verbraucht, wenn der Wächter eine Aktion ausführt und die Runde endet, sobald alle Punkte verbraucht wurden. Action Points. Du kannst auch den Runde-Beenden-Button tippen, um die Runde sofort zu beenden. Das wollen wir aber nicht. Nein. Mit dem kann ich jetzt noch dahin und mit dem kann ich ganz nach vorne. So. Runde des Gegners. Oh. Ah. Okay, ja, das hat ja jetzt wunderbar geklappt. Jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich... Mit dem kann ich jetzt dahin. Mit dem sollte ich jetzt... Sind hier sonst noch irgendwelche Aktionsdinger gewesen? Mit dem kann ich dahin. Okay, Runde des Gegners. Oh, jetzt muss ich aber schnell mit... Ups. Warte mal. Mit dem kann ich doch... Wieso geht das nicht? Hä, wieso kann ich jetzt nicht da oben hin? Ah, das ist ein bisschen blöd, wenn das Feld verdeckt wird von der Figur. Jetzt habe ich es geschafft. Also ich habe alle dahin. Hier lang, bitte folgt mir. Okay, das war jetzt nicht schwer. Aber es ist ja auch nur erstmal, um die Bewegung zu lernen, ne? Ja, das wird er gleich schon schaffen. Oh. Danke. Oh, der sieht böse aus. Ach, oh, ich fahre jetzt in meinem Stuhl. Verräter, bringt sie um. Wir müssen die Mission erledigen. Wir müssen sie durchbrechen. Oder wie ein Herr sofort jetzt sagen würde, töte es, bevor es Eier legt. So, okay. Ja, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt gerade mache. Ah, du kannst die Perspektive ändern, um eine bessere Sicht auf das Feld zu bekommen. Halte den Finger auf den Bildschirm und bewege ihn schnell nach unten. Aha. Jetzt hast du eine Sicht von oben. Sie wird dir bei Kämpfen von Nutzen sein. So, erzähle ich dir was über das Kämpfen. Du kannst den Gegner innerhalb der Handlungsreichweite mit Angriffskills angreifen. Tippe auf mein Bild unten. Mhm. Du kannst mit einem Tipp einen Angriffskill wählen. Wieso probieren wir nicht den mehrfachen Schlitzskill aus, der 2 Angriffspunkte benötigt? Tippen wir auf die kaiserliche Armee und benutzen den mehrfachen Schlitzskill. Ah, und damit haben wir den ersten getötet. Du nimmst die Felder deiner Gegner ein. Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr viel zur Auswahl, ne? Jetzt die Frage, ob ich da noch... Jetzt hätte ich Bewegung. Hier habe ich Bewegung, da habe ich Bewegung. Was ist, wenn ich jetzt einfach hier draufklicke? Habe ich noch irgendwas, was nur einen Angriffspunkt... Nee. Das Spiel will ich auch gleich spielen. Ja, können wir gleich mal machen, aber ich muss jetzt erstmal kapieren, wie das Ganze funktioniert. Nach deiner Runde spiele ich eine Runde. Ich gehe mal mit dem jetzt dahin. Alle fertig, Leute. Autsch. So.
Jetzt, mit wem gehe ich jetzt? Ich mache am besten diese komische Wache erstmal kaputt, oder? Würde ich sagen. Welche Waffe denn? Den da, vor mir. Warte mal, nee, das wäre der. Den will ich nicht. Der Obermacker, wie man ihn nennt. Was hat denn der für Angriffsmöglichkeiten? Was ist denn das hier? Wir können jetzt den Zangenangriff benutzen. Ja, dann lass uns doch den Zangenangriff. Siehst du die lange Linie, die vom Wächter herkommt? Das bedeutet, dass der Zangenangriff benutzt werden kann. Wächter, die sich innerhalb des Angriffsbereichs des Ziels befinden, können am Zangenangriff teilnehmen. Der Wächter, der den Zangenangriff ausführt, benutzt keine AP, sodass du strategisch mehr Schaden zufügen kannst. Besiegen wir alle übrig gebliebenen Gegner. Ja, dann würde ich mal sagen, dann lass uns diesen Zangenangriff machen. Bam, damit haben wir den platt. Und jetzt sollte ich, ich habe keine Ahnung, den dahin bewegen. Ich weiß es nicht. Rage. Oh, ouch. So, kann ich jetzt wieder einen Zangenangriff machen? Müsste doch eigentlich wieder funktionieren, oder? Der gegnerische Wächter ist wütend geworden. Der letzte Wächter kann die verbleibenden AP alle nutzen, also sei vorsichtig. Ja, Vorsicht kenne ich nicht. Bedeutet, was haben wir denn hier noch? Was ist denn das? Greift den Feind in der Reich und das über 2 Runden mit einer 50%igen Chance zu betäuben. Das wäre natürlich eine gute Sache. Um 30% Schadens wieder, um die HP um 30% des zugefügten Schadens wiederherzustellen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Wenn ich den betäuben könnte für 2 Runden unter Umständen. Und den sollte ich jetzt mal vielleicht ein bisschen in den Hintergrund nehmen, ne? Bevor der nochmal eine abbekommt. Autsch, oh. Aber Ja. jetzt sollte ich den eigentlich fertig machen können, glaube ich. Was ist das da hinten? Zufälliger Angriff. Okay, dann machen wir einfach das da und dann müsste der eigentlich fertig sein, denke ich mal. Jawohl. Den haben wir gekillt. Irgendwo dort müssen die Filias sein. Lasst uns alle zusammen suchen. Sind die kleinen Puppen vom Königreich hier? Stein. Wir kümmern uns darum, geh und schau nach Filias, Armeline. Aber jetzt, okay, passt auf euch alle auf. Wir müssen etwas Zeit für sie gewinnen. Bereit, Lucian? Natürlich gehen wir. So. Das wäre jetzt das Erste. Wie ist das bei Summoner's War? Besser als war es eigentlich ungefähr. Na gut, du kämpfst quasi mit deinen Monstern, die du beschwörst. Je nachdem, es gibt von 1 bis 5 Sternen. 5 ist das Beste, 1 das Schlechteste. Und da hast du dann quasi, je nachdem, wie viele Sterne die haben, sind die halt besser oder schlechter. Und du kämpfst dann quasi gegen andere Monster und gegen andere Beschwörer. Sagt man nicht im Spiel. Und dann suchst du dir inzwischen, ja, was hast du inzwischen? Du suchst dir 5 Monster aus deinem kompletten Inventar und dann kämpfst du gegen andere 5. Ja, ist es auch so wie hier, dass du die Figuren bewegen kannst? Nein, Eher so wie bei Creature Quest? da stehen 5 Figuren, Mhm. 5 Figuren, also diese 10 Figuren quasi, die auf diesem Spielfeld sind, die stehen quasi voreinander und da wird dann gegeneinander gekämpft. Da hast du dann Attacken, die dann von Figur zu Figur gehen. Was in der ersten Figur kannst du eine Attacke machen, zweite Figur kannst du eine Attacke machen, dritte, vierte, fünfte. Jetzt haben wir ein Problem, ich muss mit allen Figuren aus dem Angriffsbereich raus. Mit allen dreien. Sonst macht er mich fertig. So, jetzt kann der angreifen. Autsch. Autsch! Schlecht. So, jetzt muss Ich habe irgendwie bei jedem Spiel, dass der gleich schlecht ist. den antippen. Dann soll ich das dort machen. Was ist das denn? Erhöht die Angriffskraft und die Verteidigung aller Verbündeten um 3 Runden. Okay. Wie kann ich das jetzt machen? Ja, machen wir es einfach mal. Ich drücke jetzt einfach mal so da drauf und dann. Okay. Ich glaube, das ist perfekt mittig, oder? Nein, das hier.
Ja, das ist gut. So, und dann gehen wir mal. Mit wem greife ich jetzt am besten an? Leute, nur so, by the way, ich meine jetzt hier bei der Aufnahme ist genau mittig. Kann ich irgendjemand. Ah, da können wir so einen Doppelangriff da machen. Dann machen wir das doch mal. Einmal, zweimal, dreimal. Zur Hälfte ist er schon fertig. Runde beenden. Nein, ich hätte mich noch einmal bewegen können. Na, ist egal. Oh, holy, 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 Mahoney. Nutze den Erholungsskill, wenn deine HP niedrig ist. Na gut, das ist jetzt nicht wirklich, aber ich könnte. Da unten. Wen soll ich heilen? Auch wieder. Heil den oben, ja, da. Einmal. Und dann kann ich nochmal einen Angriff machen. Auf den nochmal. Dann ist der schon fast so weg. Bereitet Schach. Euch auf das Ende vor. Ist so wie Schach. Naja, nicht ganz. Was ist jetzt? Was ist jetzt passiert? Ah ne, da kommt was. Wir müssen bis Amaline die Filias aktiviert mehr Zeit gewinnen. Das Zeittor ist jetzt offen. Jedermann hier lang. Habe ich den schon quasi besiegt fast. Nur einer kann durch. Geht schon. Oh, einer geht. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Amaline, wir glauben an dich. Okay. Ich werde das Imperium stoppen. Ey, die Grafik ist schon geil. Koste es, was es wolle. Grafik ist echt cool gemacht. Also, so Manga-Stil ist schon nice. Vor 10 Jahren am Waldrand von Ramon. Willst du es probieren? Es sieht so aus wie bei Anime. Yes? Ja, Anime. Ja. Mega nice. Wow. Und ein paar Figuren von Animal Crossing. Sieht so ähnlich aus. Nein. Na gut, aber von League of Legends, von Legends Never Die. So sieht es aus. Okay. Ja, okay. Warum patrouillieren wir im Wald? Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Hör auf, dich zu beschweren, selbst wenn der General schiebt Wache. Ich weiß, aber es macht keinen Spaß. Wir leben in friedvollen Zeiten. Du kennst das Sprichwort, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Niemand weiß, wann das Imperium zur Eroberung zurückschlagen wird oder zuschlagen wird. Lucian, Finn. Lucian. Wer ist da? Zeig dich. Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Finn, kennst du sie? Ich dachte, es ist das Mädchen, mit dem ich an der Bar geflirtet habe. Frau, kennen wir uns? Ich kann es nicht glauben, du bist wirklich Lucian. Es stimmt also, dass Menschen sich nicht ändern. Hm? Oh, jetzt weiß ich, Lucian, ich wusste, dass es irgendwann passieren wird. Was? Nein, warte, so bin ich nicht. Ich bin eine verantwortungsvolle Person. Verantwortungsvolle Person. Oh, also gib du zu, dass du etwas Unverantwortungsvolles getan hast. Unverantwortungsvolles. Ey. Hey, du weißt, dass das nicht stimmt. Ihr wart also schon immer so. Naja, er ärgert mich immer auf diese Weise. Lucian, warte, hast du gesagt? Wir waren schon immer so? Scheint so, als würdest du uns gut kennen. Ich komme aus der Zukunft, in der das Imperium alle Königreiche erobert hat. Dort war ich mit euch. Das Imperium hat was? Ha, ich glaube, die Dame hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also da ist die Übersetzung schon ein bisschen besser. Irgendwas stimmt nicht. Lucian, sie hat unseren Namen genannt und lass uns nicht vergessen, dass sie weiß, was für ein Typ du bist. Kannst du bitte damit aufhören, Finn? Eigentlich, alle Magier sind so, willst du das sagen? Haha, das hat Lucian auch immer gesagt, wenn er in solch eine Situation gekommen ist. Sind, wenn wir? Wow, woher weißt du das? Wir scheinen laut gewesen zu sein. Hier erscheinen nacheinander Dinge. Lasst uns erst darum kümmern. Okay, so also. Huh, was ist das? Das sind Tropfen. Dann fang mal an. Das ist ja so. Beginnen. Also, Turm. Jetzt muss ich mal gucken. Turmrichtung, Läuferrichtung, Königrichtung, Springerrichtung, Königinrichtung. Okay, beginnen. Mhm. Erstmal sollst du das anklicken, was da steht. Ja. So, wenn du, mach doch mal nicht so schnell. Du wirst es nicht verstehen, wenn du alles überspringst. Ich der Typ von dem du gerne weiter wissen möchtest. Hier unten. Hä? Hä? Gib mal her. Ich tipp da drauf. Ja gut, mach du. Hä? Jetzt geht's. Hä? So, okay. Zurück. Genau so. Ah,
Fokussierung. Okay, beginnen wir, oder? Der Drachenlord. Ja, so gibt ungefähr die Sterne auch. Du kannst noch ein Monster erwecken. Mhm. Ah, warte, was laber ich da eigentlich? Ich habe vorhin gesagt, von 1 bis 5 Sterne, oder? Glaube ja, hast du gesagt. 1 bis 6 Sterne. Mysteriöse Frau. Mhm. Was war das jetzt? Ein Klassifizierungsspiel? Du hast wieder irgendwas übersprungen. Warum konntest du was anklicken? Ja, weil du so schnell bist. Ich habe einen Buff-Skill, der Siegesmann genannt wird. Ich zeige ihn dir jetzt. Da unten. Die Siegeswand ist einer der Buff-Skills. Erhöht die Angriffskraft und die Verteidigung eines Verbündeten für 2 Runden. Das hier. Das da. Siegeswand. Zack. Aha. Die Slimes werden kein Problem sein, oder? Nee, die sind kein Problem. So, wir gehen mal hin und kämpfen. Ah nee, das ist. So, ich muss zuerst mal so spielen. Ah, da kannst du diesen Zangenangriff machen. Welchen? Den hier? Ich kenne den nicht. Den hier? War eben gerade, dass du zwei mit beiden angreifst parallel. Also gleichzeitig. Ja, und wie geht das? Jetzt einfach nur da auf den Typen drauf. Erstmal den Angriff auswählen, jetzt oben auf den roten draufklicken. Aha. So, und dann greifen die beide den an. Aha. Wow, 22 Angriff, oh Gott. So, nice. Jetzt kannst du wieder einen Zangenangriff eigentlich machen. Den hier und zack. Machst wieder einen Zangenangriff. Können wieder beide machen. Und dann machen wir nochmal den hier und da können wir jetzt keinen Zangenangriff mehr machen. Nee. Dann müssen wir dann einen normalen Angriff machen. Ja. Wenn du jetzt aber, pass auf, du hast ja 3 Bewegungspunkte. Stopp. Doch, das geht. Wenn du den einen erstmal runter bewegst für 2 Felder und dann den Angriff machst. Das geht nur mit dem. Hä? Wieso kannst du mit dem einen? Ich kann mit dem einen nicht angreifen. Gib das. Nee, weil ja, du konntest mit dem nicht angreifen, aber du hättest mit dem hier runtergehen können, dann hättest du doch den Angriff machen können. Stimmt, ja. Erst runtergehen? Okay. So. Gut. Ja. So. Also, dann geht's weiter. Rang S Belohnung. Was ist denn da? Unten auf Home? Können wir da auf Home drücken? So, das hier ist die Lobby. Tipp auf das Beschwören-Icon unten. Tipp und halt auf eine leere Fläche während eines Kampfes um die Bewegungsreichweite. So, was haben. Ah, wo sind wir? Das ist der erste Ort, auf den ich meinen Fuß gesetzt habe, als ich hier angekommen bin. Was ich noch erfahren habe, ist, dass du, wenn du das Buch der Dimension besitzt, viele Wächter beschwören kannst, die in Schlaf versetzt wurden. Lass es mich beweisen. Glücklicherweise können wir eine Beschwörung gratis vollziehen. Tippe auf den Gratis-Button. So, dann klicken wir da mal drauf. Und jetzt beschwören wir schon unser erstes... Ja, keine Ahnung, was das ist. Oh! Lykanov, Level 1. Du unterschätzt mich nicht. So, wow, Finn, hast du sowas schon mal gesehen? Das kannst du bei Summoner's War auch machen, ne? Diese Sachen beschwören, ne? Ja. So, wohl eher nicht. Wenn du ein Buch der Dimension besitzt, kannst du hier verschiedene Wächter treffen. Ja, das war ganz interessant. Ja, was denn? Was ist das hier? Mich würde mal interessieren, wenn man da unten draufklickt. Ich möchte unten draufklicken. Ja, machst du doch. Siehst du, dass da nichts passiert, weil es ja grau ist. Nee, da oben. Neben denen da oben. Ja, das ist auch grau. Da kommt man draufklicken. Ich hoffe, dass man da bei dem anderen Safe-Fleck erst bekommt. Zum Abenteuerbereich. Bewege deinen Finger weiter nach unten. Oh, was ist denn das? Hierhin geht's zum Abenteuerbereich. So. Etagenliste mit den Etagen des Ramonwaldes. Da oben ist der Boss dann. Wie ist das bei Summoner's War? Ist das auch mit solchen Wegen da, Faden? So eine Art, ja. Ja? Ich verstehe, beeilen wir uns und gehen wir zurück zu unserer Mission. Okay, dann mach noch ein Level. Willst du nicht eins machen? Glaubt ihr mir jetzt? Hm? Mach du das. Soll ich sich? Du hast bis jetzt. Nee, du hast eins gespielt, oder? Ja, ich hab. Ja, und du auch. Ich hab auch eins gespielt.
absolut. Finn, was ist mit dir? Beschwörung an sich ist wirklich toll, aber ich traue dir immer noch nicht. Wir sollten zur Basis der königlichen Garde und dem General davon berichten. Ist die Basis in der Nähe? Das bedeutet, das Imperium hat begonnen. Das Imperium hat begonnen? Davon habe ich nichts gehört. Das wurde ebenfalls in Ramonwald gefunden. Wir haben keine Zeit. Beeilung. Was? Wovon spricht sie? Lasst uns ihr erstmal folgen. Wenn sie wirklich aus der Zukunft ist, ist sie diejenige, vor der wir aufpassen sollten. So, also, dann willst du, soll ich? Mach du. Kann ich hier noch einen mit hinzunehmen? Ja, kannst du. Du hast zwei neue Mitglieder. Minus drei. Und kann ich den auch noch mit reinholen? Oh, das geht wohl nicht mehr. Es existieren fünf verschiedene Richtungen und jeder Wächter besitzt eine Richtung. Okay. Sari. Mhm. Level 6 Monster. Verdacht. Was? Level 6 Monster? Wie ist Level 6 Monster? Level 6 Sternenmonster. Es scheint, dass der Kampf mit einem neuen Mitglied, das sich uns anschließt, leichter wird. Nur Lucian. Das kostet. Hm? Was denn? Also was ist das? Bei Summoner kannst du nur von 1 bis 5 beschwören. Mhm. Man kann von halt von 5 auf 6 abkühlen. Mit 5 Sternenmonster. Achso. Nur so ein 5 Sternenmonster ist ziemlich selten. Okay. Lucian, ich denke, dass wir den Zangenangriff mit 3 Personen nutzen könnten. Echt? Okay. Zangenangriff mit 3 Personen? Du meinst, dass 3 Personen das Ziel zusammen angreifen? Ja, das ist damit gemeint. Genau, du kannst am Zangenangriff teilnehmen, indem du dich auf das Feld bewegst, wo du den Zangenangriff ausführen kannst. Wenn die Runde beginnt, tippe jetzt auf mich. So, das heißt, wir gehen dahin. Okay. Nun, meine Runde ist vorbei. Wenn ich bewegt werde, bin ich auf einem Feld platziert, von dem aus ich am Zangenangriff teilnehmen kann. Das heißt, dass ich Lucian helfen kann, Kant, wenn seine Runde beginnt. Da kann. Dass ich Lucian helfen kann. So, ich kann den Zangenangriff immer noch nutzen, auch wenn meine Runde beendet wurde. Das ist in Kämpfen nützlich. Ja, normalerweise müsste ich ja jetzt dann hier hin. Wenn ich es richtig verstanden habe. Hallo? Ach so. Ach so. Ach so. Ah, guck, jetzt können die drei da angreifen. Ah, jetzt kapiere ich das. Bam, bam, bam. Wow. Okay. Ah, so. Jetzt müssen wir das mal überlegen, ob es wieder sowas gibt. Eigentlich können doch auch wieder alle drei da drauf gehen, oder? Auf den da. Wenn ich jetzt mit dem angreife, müsste doch auch wieder... Ja, kann ich wieder... Oh! Das können wir hier... Den könnten wir machen. Den machen wir auch. Komm, bam, bam, bam. Dann ist der schon mal weg. Runde beenden. Warte mal, aber wenn ich jetzt überlege, warte mal, wie kann der denn überhaupt theoretisch angreifen? Der kann nur so. Ja, dann lassen wir es mal so Runde beenden. Müsste ja dann funktionieren. Jetzt greift der einmal an. So, ach, da unten sind ja auch auf den Figuren drauf, wie sie angreifen können. Weil das kann man sich echt sonst erstmal am Anfang schlecht merken. Das bedeutet, der kann, warte mal, der kann nur so, der kann so. Hm. Wenn ich den allerdings dahin bewegen würde, könnte ich jetzt einen Angriff mit dem auf den da machen. Genau, können die zwei angreifen. Rage. Ja, das ist allerdings... So, wie können wir jetzt an den rankommen? Also, der könnte den angreifen. Jetzt mal überlegen, der kommt nicht ganz hin. Außer wenn ich auf dieses eine Feld da oben gehen würde. Der hier könnte angreifen, wenn ich dorthin marschiere. Machen wir es erstmal so. Dann machen wir erstmal jetzt von hier aus einen Zangenangriff. Ne, nicht mit dem, sondern mit dem da. Was ist denn das überhaupt? Was ist da unten? Warte mal, lass uns mal hier... Was ist denn das? Erhöhe deine Genauigkeit um 10% automatischer Effekt. Was ist das?
im Bereich von zwei Mal mit einem Schlag an. Und was ist das? Greift den Feind im Feld von drei um. Oh! Ja, aber. Nö, machen wir so. Einmal, zweimal, dreimal. Das sollte ja reichen. Willst du noch ein Match gerade mal schnell machen? Es sind 25 Minuten. Ja, ein Kollege. letztes. 25 Minuten? Ein Gleich, letztes. wir müssen. Das ist aber kein Spiel, wo du einfach mal so in 10 Minuten gezeigt hast, weil es wirklich Ja, sehr komplex natürlich, aber wir ist. können auch noch eine Folge machen davon. Ja, also davon möchte ich gerne Ja, mehrere Folgen machen. eben, deswegen. Aber Deswegen meine ich es ja. lass uns noch eine Runde machen. Siehst du die Icons wiederholen und nächster Bereich ganz unten auf dem Bildschirm? Ja. Tippe auf Wiederholen, wenn du die Stufe erneut spielen willst. Das will ich nicht. Tippe auf nächster Bereich, wenn du zur nächsten Stufe weitergehen möchtest. Ja, ein Ding machen wir noch in dieser Runde. Jeder Wächter besitzt verschiedene Skills, weil wir sind ja auch noch hier in der, wo es präsentiert wird überhaupt erstmal. Lucien, stopp, Ameline, du auch. Mann, du hast mich total erschrocken. Was stimmt mit dir nicht, Finn? Ist alles okay? Ich kann ja nicht einfach so folgen. Wir wissen nicht, was uns passieren könnte. Was? Aber ihr werdet mir nicht glauben, bevor ihr es seht. Was passt dir dieses Mal nicht, Finn? Zukunft. Die Zukunft, von der sie uns erzählt. Aber es kann auch andersherum sein. Was ist, wenn das Königreich das Imperium erobert hat? Hast recht. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich verstehe, dass du mir nicht vertraust. Wie wäre es hiermit? Ich nehme dich zu dem Ort, an dem sich das Objekt befindet, nach dem der Kaiser sucht. Sollte ich jemals etwas Unvernünftiges tun, was dann? Töte mich sofort. Was sollen wir tun? Es könnte eine Falle sein, aber wir haben keine andere Möglichkeit, als ihr zu folgen. Wenn sie es so eilig hat, muss es etwas sehr Wichtiges sein. So, wir können jetzt noch einen, glaube ich, mit reinnehmen, oder? Autoplatzierung von mir aus. Ja, Autoplatzierung. Möchtest du die machen? So. Lucien, du hast dir Sorgen gemacht. Was auch immer, beginnen wir. Oh, was ist das? Ach, das ist wie diese Sarin. Kann sich innerhalb der grün markierten Felder bewegen. Hast du das mitbekommen mit diesen ganzen Bewegungsmöglichkeiten, Nö. wie man es am besten Nö. rausfindet? Guck mal da unten auf die Figuren drauf. Da siehst du oben rechts in der Okay. Ecke, siehst du, wie die sich bewegen können und auch angreifen können. Siehst du das? Natürlich. Na, schau mal, du kriegst das bestimmt hin. Am besten überlegst du dir halt immer wieder nach Möglichkeit, irgendeine Figur mit mehreren in die Zange nehmen kannst. Ja. Oh, jetzt hast du keinen Zangenangriff gemacht. Obwohl einer möglich gewesen wäre, den rechts hättest du damit schlagen können. So. Hallo? Macht er denn nicht? Jetzt hast du den Wie ist er da vorne? Zangenangriff wieder zur Auswahl. Ja. Ah, die machen jetzt zum Glück noch nicht viel Schaden. So, wow, bam. Oh, da gibt es Belohnungen. Als hättest du den Dreh raus. Essbelohnung, so. Lass mich dir etwas über die Ikonen erklären, auf der linken unteren Seite des Bildschirms. Der erste lädt dich in die Lobby. Vielleicht ist es die Lobby. Lobby.
Der erste lässt dich in die Lobby gehen. Du kannst dich direkt in die. Alter, du merkst, man merkt. Du kannst direkt in die Lobby gehen, wo du Wächter beschwören kannst. Mit dem zweiten kannst du die Wächter überprüfen. Benutze es, wann immer du die Liste der Wächter sehen willst. Die dritte führt dich zu der Seite, auf der du Abenteuer auswählen kannst. Obwohl du jetzt nicht viele Möglichkeiten hast, weitere Abenteuer werden in Kürze folgen. Nun lass uns zum nächsten Bereich gehen. Das werden wir dann im nächsten Video machen. Oder? Ja gut, er zeigt jetzt nochmal das an. Ich weiß es nicht, ob er jetzt... Ein Ding mache ich jetzt noch schnell und dann sind wir am Ende des Videos. So. Die Ausrüstungsklasse besteht aus 5 Stufen. Finn, wenn sie aus dem Imperium ist, kann sie nicht viel über uns wissen. Bitte. Wir sind es nicht. Du bist es. Wann wirst du aufhören? In Ordnung. Sagen wir, ich bin es. Würde es nicht eine Ewigkeit dauern, um mich zu entlarven? Wenn dich jemand in der Bar kennenlernen würde, würde es nur einen Moment dauern, dich zu durchschauen. Ich habe das nur ein einziges Mal getan und es war sehr lange her. Wann wirst du aufhören, es auszugraben? Niemand weiß, ob es nur einmal war oder nicht. Finn, du weißt, dass Lucien nur eine Frau im Herzen trägt. Oh, jetzt sind sie beide. Du bist es, Finn, der die Herzen aller Frauen bricht. Wenn dich eine Frau zuerst um ein Date bittet, heißt das, dass sie ihren Stolz zur Seite gelegt hat. Du sagst immer nein, weil du dich auf das Stadium der Magie konzentrieren musst. Was? Frauen? Ich wusste nicht, dass du so viele Frauen hast, die dich nach einem Date fragen. Woher weißt du das alles? Du musst eine ganze Menge Zeit und Kraft dafür investiert haben, uns zu untersuchen. Ach nee. Also ist es wahr, dass sie dich zu einem Date gefragt haben? Was für ein Player. Lass dich die Zeit, darüber zu sprechen. Nein, sicher nicht. Beeil dich. Spricht sie nicht mit uns, als wäre sie unsere Freundin? Okay. Deine Stimme muss noch kurz... Deine Stimme war gerade eben komisch. Wieso? Ja, deine Stimme war gerade eben echt komisch. Echt? Okay. Leute, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt mal was. Ihr schreibt mal Hashtag. Welchen Hashtag nehmen wir? Keine Ahnung. Hashtag sofort. Hashtag SUG Army. In die Kommentare. Ist dir das jetzt klar geworden? Sei noch nicht zu stolz. Wenn du mehr über die Schlacht wissen willst, tippe auf den Fragezeichen-Button. So, ja, will ich nicht. So, also. Jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Wir könnten das alles nicht machen. Der heißt Papa, oder was? Level 2 Papa? Heißt der wirklich Papa? So, warte mal. Mit wem kann ich... Ich könnte hier mit Sicherheit einen Doppelangriff machen. Jetzt ist die Frage, mit dem kann ich... Wenn ich mit dem... Ja, mit dem kann ich den angreifen, mit dem kann ich den angreifen, mit dem kann ich den nicht angreifen. Mit dem könnte ich aber... Mit dem kann ich den angreifen. Bedeutet, wenn ich mit dem dazwischen gehe, kann ich den auch angreifen. Und dann können wir einen Triple machen. Genau. Dreierangriff. Bam. So. Okay. Jetzt lass mal überlegen. Der kann so angreifen. Der kann... Warte mal. Mal den nehmen. Der greift sowieso an. Wenn ich mit dem noch dahin gehe, könnte ich eigentlich einen Viererangriff machen. Eventuell. Weiß ich jetzt nicht so genau. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Oh ja. Ei. Bam. So, jetzt haben wir noch den einen da. Wollen wir mal gucken? Ja, ja. So, Moment. Lass mal überlegen. Lass mal kurz was überlegen. Ich mit dem jetzt angreife, da komme ich hin. Ich mit dem, das war der. Mit dem komme ich nicht ganz hin. Mit dem kann ich es auf jeden Fall machen. Und mit dem
Könnte ich auch angreifen. Bedeutet, ich muss eigentlich den ganz rechts bewegen, um den Angriff durchziehen zu können. So. Und jetzt machen wir den Mehrfachangriff hier. Alle auf den drauf. Bam! Das war jetzt ein Viererangriff. Und hast du gewonnen? Jetzt hat er einen Rage. Gleich. Gleich hast du gewonnen. So, ja, genau. Man muss mal die Situation ein bisschen checken. Weil ich weiß nicht, da unten ist einfach nur eine Tropfen, ein Tropfen. Mit dem kann ich den angreifen. Mit dem kann ich den auch. Was? Konnte ich mit dem jetzt angreifen? Oder nicht? Ja, mit dem kann ich auch angreifen. Das heißt, den muss ich nicht bewegen. Den müsste ich nur bewegen. Den bewege ich da runter. Und dann kann ich wieder einen Mehrfachangriff machen. Das mache ich jetzt mal mit dem hier. Schauen wir mal, was passiert denn damit. Boah. Okay, das ist jetzt auch wieder ein Viererangriff. Bam, das war's. Jo, also ich sehe schon, das ist auf jeden Fall was für ein Baba. Ja. Das ist relativ cool. Absolviere Quest abgeschlossen, einsammeln, was auch immer bei rauskommt. Questbelohnung erhalten. Jetzt haben wir Kapitel 1 bis 4 abgeschlossen. Und ich würde mal sagen, ich finde es mega interessant, gefällt mir ziemlich gut und ich glaube, der Entwickler von Summoner's War hat hier wieder mal einen großen Coup gelandet. Könnte interessant werden. Wenn es euch auch gefällt und wenn ihr das auch glaubt, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Chainstrike. Macht's gut, bis dann und tschüss. Tschüss.